So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und es ist wieder mal Montag. Ihr seht schon, die Sap-Jacke ist am Start. Das muss nur eins heißen, das sind 1000 Grad. Trotzdem, die Sap-Jacke ist am Start, denn die muss ich immer anziehen, wenn ich jetzt montags immer einen Sap teste beim Restaurant Hibu House. Wir stehen nämlich hier wieder mal davor. Da seht ihr den Eingang, da hängen sogar jetzt neue Schilder da. Guck mal, geöffnet, Nudelsalat mit Bratwurst, oder? Döner für 3,50. Normalerweise, wo haben wir den? Ist Freitag ja Dönertag. Döner für 3 Euro. Eigentlich kostet er 4,50. Jetzt aber 3,50. Und am Dönertag 3. Verstehen Sie? Und hinter mir ist es laut. Moment, erstmal in der Nase poolen. Wir haben ja angefangen hier mit den Saps. Ich habe das Salami-Sap getestet. Das fand ich etwas zu trocken und brotig. Vielleicht haben die dann aber anderes Brot genommen, denn beim Schinkensap ging es richtig ab. Das war so genial, dass die Mama gesagt hat, sie nimmt heute einen Schinkensap und ich muss die Liste weitergehen. Bin heute also beim Thunfischsap angelangt. Kostet auch 1 Euro mehr. Also Montag eh Ganzes für einen Preis von einem halben. Ne? Finde ich eine feine Sache. Thunfischsap nehmen wir mal mit. Und ich wollte ja schon immer mal 7 Tage 7 Saps machen, anstatt 7 Tage 7 Stops. Dann gab es keinen Subway mehr, da ging das dann nicht mehr. Und testen wir das halt jetzt hier mit dem Restaurant Hibu House. 7 Tage 7 Saps, obwohl das dann 7 Wochen 7 Saps sind. Ist ja immer nur pro Woche eins da. Ich warte jetzt auf das Thunfisch. Da kann ich gleich nämlich mal sehen, ob das Schinken genauso gemacht wurde wie beim letzten Mal, als ich das hatte. Ob das bei der Mama jetzt genauso ist. Und dann wissen wir, okay, Schinken ist Schinken. Irgendwann müsste man trotzdem wahrscheinlich das Salami nochmal nehmen, um zu gucken, ob das Salami immer noch so ist, wie es war. Oder das jetzt so ist wie Schinken, nur mit Salami. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir melden uns gleich zurück, wenn wir das Thunfisch-Sap haben. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, was da alles drauf ist und auf jeden Fall, wie das schmeckt. So, wir haben jetzt uns einen Tisch gesucht, wie beim letzten Mal, wieder gleicher Ort, gleiche Zeit ungefähr. Hier haben wir einen richtig dicken Sack neben uns, der flattert hier die ganze Zeit durch die Gegend. Es ist nämlich schon wieder sauwindig einfach nur. Guckt euch das an, wie das hier rumflattert. Das Gute ist, das ist jetzt beschriftet alles. Das ist die 38, da steht 38, da ist 37 und da ist 37. Das sind zwei große, aber wieder aufgeteilt, wie gesagt, beim Salami, beim allerersten Mal. War das, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber war das, glaube ich, alles in einem, ein großes, in einem großen Papier. Und jetzt seit dem Schinkensap haben wir das einzeln verpackt, sodass ihr wirklich zwei Brote habt, die ihr rausnehmen könnt. Und wenn ihr zwei rausnehmt, habt ihr immer noch zwei übrig. Zauberei, jetzt stellen wir das aber mal da hoch. Mir reicht ja gerade eins. Ich mache das nämlich dann trotzdem immer so, dass ich eins zum Mittag esse und eins zum Abendbrot, kurz vor dem Stream abends. Das packen wir jetzt aus, das soll Thunfisch sein. Und ob das wirklich Thunfisch ist, werden wir gleich sehen. Und vor allem, was da alles drauf ist und vor allem, ob wieder mit Käse gearbeitet wurde und welche Soßen. So, komm mal her. Das sieht auf jeden Fall schon mal anders aus als sonst. Es ist alles sehr feucht und schmierig. Ist aber okay, solange es schmeckt. Das Brot, ich weiß nicht, was das für Brot ist. Das ist so eckig, sieht aus wie Ciabatta irgendwie. Oh, dieser Wind, dieser komische Wind. Wir klappen es mal auf. Wir haben ja auf jeden Fall Gurken, wir haben Tomaten drauf. Wir haben auch Jalapenos, wurde auch gefragt. Wieder Jalapenos mit drauf, natürlich gerne. Wenn es scharf geht, nehme ich immer mit. Ihr habt hier Käse, muss drauf geschmolzen sein. Gürkchen sind dabei. Hier Thunfisch unten drunter. Das sieht auf jeden Fall sehr saftig aus und keineswegs zu trocken. Das machen wir jetzt wieder zu. Würde mich trotzdem interessieren, haben die so viele verschiedene Brotarten und dass es bei jedem Sap ein anderes Brot gibt? Weil das Salami hatte so fettes Brot, das Schinken, fettes Brot, ich kenne die Band, die Gruppe. Das Schinken hatte dann wieder anderes. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hier wirkt schon wieder komplett anders. Sieht aus wie ein kleines Ciabatta. Ist auch nicht durchgeschnitten, oder? Ich glaube, das ist sogar so groß, wie es jetzt ist. Das gibt es wahrscheinlich so fertig. Hat irgendwie was, sieht aus, als wäre es süßlich. Wie so süßliches Rosinenbrot, nur dass es gerade keine Rosinen drauf hat. Und der Wind kotzt mich so an. Ich glaube, ich darf das nicht mehr draußen drehen. Ich möchte das eigentlich immer draußen machen, damit wir da so ein schönes Sommer-Imbiss-Feeling haben. Aber irgendwie, oh mein Gott, tropft
und trieft das aus allen Löchern. Wir beißen jetzt mal hier rein. Da ist der Thunfisch drunter. Guckt euch das nochmal von der Seite an. Sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Sieht auch scharf aus. Hier drüben sehe ich lauter rote Punkte. Das Papier haut auch gleich wieder ab. Vielleicht ist das sogar Sweet Onion Soße oder irgendwas. Richtig genial, richtig gutes Zeug. Ich würde gleich sagen, genau, richtig gutes Zeug. Also ich werde mir immer unsicherer, was mit dem Salami passiert ist am Anfang. Ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwann nochmal Salami testen. Ob Salami mittlerweile sich verändert hat oder ob Salami bis jetzt das schwarze Schaf in der Familie ist. Denn das auch sehr weiches Brot, nicht zu dickes Brot, sehr mit Soße. Zugerichtet, viel Gemüse drauf, viel frisch mit bei, also kann ich nicht meckern. Es gibt zwar jetzt schon eine Heidensauerei, aber dann nehmt halt eine Gabel oder einen Löffel, esst den Rest noch. Während ihr esst, bildet sich unter euch ein Thunfischsalat, das ist nichts Schlimmes, den könnt ihr nachträglich noch essen. Es gibt zu dem Sub also einen kleinen Beilagensalat, der sich selbst aus dem Sub heraus bildet. Geschmacklich auch wunderbar, muss ich sagen. Und dieses Fischige passt. Ich habe letztens auch mir irgendwie versucht, einen Thunfisch-Sapp zu machen. Das ist gar nichts geworden. Das war richtiger Mist. Da gönnt man sich lieber sowas. Mm-mm. Boah. Normalerweise packe ich das dann immer wieder ein, nehme das dann nach Hause, mit nach Hause, esse das zu Hause in Ruhe fertig, aber ich glaube, das schmeckt gerade so gut. Ich werde das jetzt einfach hier ganz essen und dann, wenn ich fertig bin, heim und das andere zum Abendbrot essen. Thunfischsapp kann ich also auch empfehlen, richtig geil. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise heute Abend im Stream und nächsten Montag vielleicht dann beim Veggie-Sapp. Bin ich mal gespannt. Veggie-Sub ohne Fleisch, ohne Fisch, ohne alles, einfach Veggie, aber vielleicht durch die richtigen Soßen, die richtige Zubereitung kann das trotzdem was und schmeckt trotzdem frisch und gesund. Jetzt muss ich gucken, wie ich mit meinen fischigen Schmierhänden die Kamera ausmache. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.